Tesla bekam die Erlaubnis, das Model Y in China produzieren zu dürfen. Das Model Y basiert zwar auf dem Model 3, allerdings liegt Model Y in dem zurzeit weltweit beliebtesten Segment für Autos, im Segment der Crossover-SUVs. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Produktion, die anscheinend angelaufen ist, offiziell durchstarten kann und das Model Y den chinesischen Markt erobern wird. Nach dem Erfolg des Model 3 als Limousine erwarten wir, dass Model Y die Verkaufszahlen des Model 3 weit übertrifft und das meistverkaufte Auto für Tesla wird. Wie man sieht, testet Tesla bereits in Shanghai das Model Y in vollem Camouflage. Die spannende Frage ist, was wir unter diesem Camouflage sehen werden, was zunächst verborgen werden soll, was einen Unterschied zu dem in den USA hergestellten Model Y ausmacht. Wir warten hier auf eure Ideen in den Kommentaren unter unserem Video. Spannend ist außerdem, dass das Model 3 und das Model Y aus China ebenfalls nach Australien und restliches Asien verkauft und geliefert werden, weil es dort keine weiteren Gigafabriken derzeit gibt. Und das öffnet für Tesla ungeahnte Verkaufsmärkte und heftige Verkaufszahlen. Oder was denkt ihr? Wie immer, gebt uns euren Like, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video, was wir uploaden, mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und tschüss.